Bier und esse lieber Kies mit Eier. Und jedes Samstag steh ich froh in meinem Tor. Und kein Stürmer macht den Jean-Marie was vor. Ich war ein Belgier und jetzt bin ich ein Bayer. Ich trinke Bier und esse lieber Kies mit Eier. Und jeden Samstag steh ich froh in meinem Tor. Und kein Stürmer macht den Jean-Marie was vor. Ich war ein Belgier und jetzt bin ich ein Bayer. Jean-Marie, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Beveren und München? Die Sprache. Und kein Stürmer macht dem Jean-Marie was vor. Ich war ein Belgier und jetzt bin ich kein Bayer. Ich trinke Bier und esse Leberkäse mit Eier. Und jeden Samstag steh ich froh in meinem Tor. Und kein Stürmer macht dem Jean-Marie was vor. Ich war ein Belgier. Jean-Marie, man hat ein bisschen gelächelt über Ihr Flämisch-Deutsch im Fernsehen. Hat es Sie gestört? Ja, was wollen Sie? Ich bin Torwart und kein Redner. Ich stehe vor die Bälle. Ich war ein Belgier und jetzt bin ich ein Bayer. Ich trinke Bier und esse Leberkäse mit Eier. Und jeden Samstag stehe ich wohl in meinem Tor. Und kein Stürmer macht den Jean-Marie was vor. Ich war ein Belgier und jetzt bin ich ein Bayer. Jean-Marie, was war denn eigentlich der Höhepunkt Ihrer Karriere? Das war, als ich selber den Elfmeter gegen Saloniki geschossen habe. Ich war ein Belgier und jetzt bin ich ein Bayer. Ich trinke Bier und esse Leberkäse mit Eier. Und jeden Samstag steh ich froh in meinem Tor. Und kein Stürmer macht dem Jean-Marie was vor. Ich war ein Belgier und jetzt bin ich ein Bayer. Jean-Marie, erzählen Sie doch bitte noch einmal Ihr ganz großes Geheimnis. Wie halten Sie einen Elfmeter? Viel Bier trinken und Leberkäse essen. Ich war ein Belgier und jetzt bin ich ein Bayer. Ich trinke Bier und esse Leberkäse mit Eier. Und jeden Samstag steh ich vor in meinem Tor. Und kein Stürmer macht den Jean-Marie was vor.